Peter Ustinov in Mord mit verteilten Rollen. Aus einem unterhaltsamen Gesellschaftsspiel wird unerwartet ernst. Doch Meisterschnüffler Hercule Poirot macht schon bald die Verdächtigen aus. Agatha Christie's Mord mit verteilten Rollen. Ein tödliches Spiel für Leute mit Köpfchen. Es gibt Menschen, die müssen eben ihre kleinen grauen Zellen in Schwung halten.